Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele mit euch The Long Dark. So, wir sind jetzt hier im Sturm angekommen. Jetzt weiß ich nicht genau, es klappern noch einmal ganz schön die Fensterscheiben. Ich kann ja mal was Nützliches tun und mach mal hier ein bisschen Kleinholz. Ja, und jetzt scheint sich's etwas beruhigt zu haben. I wonder if I can drop any of this gear. Kleiner Spurt. Schauen wir uns auch hier noch um. Also, Verpflegungssituation. Das sind 300, das sind nochmal 350. Dann kümmere ich mich doch erstmal. Den Hirsch. Was haben wir denn da eigentlich bei uns, was da so duftet? Ach, das ist ein Kanickel, alles klar. Also bei dem Wind ein Feuer machen. Finde ich nicht die beste Idee. Ich finde im Moment, es ist relativ okay, so von den Temperaturen. Gut. Ich mich mal. Oh, sure, I'm getting cold. Ein bisschen aufwärmen. Das Fleisch lassen wir hier. Hasen kann ich schon mal auseinandernehmen. Und zwar mit den Händen. Okay. Und das lasse ich gleich liegen. Damit. Das ist noch Platz hier. Ja. So. Dann. Man überlegen, ob man hier ein Feuer macht. Zurzeit sieht das Wetter ja recht friedlich aus.
Es würde mir die Möglichkeit geben, hier noch den Hirsch zu zerlegen und gleichzeitig schon ein bisschen Fleisch zu zubereiten. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Ja, der Wind ist natürlich ein Faktor. Man will ja möglichst viel Zeit draußen verbringen. Ich fange mal lieber damit an. So, weiter geht's. 450. Zeit mal vorlaufen lassen. 38. Ja, dann macht es vielleicht Sinn, noch mal ein paar andere Dinge zu finden, die man tun kann. Ja, dann würde das dauern, genau. Ganz gut. Mal anders. Das ein bisschen nutzen. Und kümmere mich jetzt um die Haut. Alles klar. Funktioniert. Das wäre das letzte 35 Minuten. Aber der Wind, der könnte mir einen Strich durch die Rechnung machen. 19 Minuten. Ah, hat geklappt. Alles klar. Das ablegen. Und wo legen wir es hin? Ich denke, hier ist ganz gut. Und das ist auch gut.
Okay. So. Habe ich noch was mit dem Feuer zu tun? Eigentlich nicht. In Ordnung. Und das auch noch. Und dann hau ich mich hin. Und sage 10 Stunden. Und ja, dann lasse ich einfach noch ein paar Stunden vergehen, bis es wirklich hell ist. Ja. So, das trocknet hier fröhlich vor sich hin. Alles okay. Wie dann weiter? Ich denke, es macht Sinn, sich die Flare Gun zu holen. Die in dieser Schlucht gleich in der Nähe zu finden ist. Ich das mitnehmen. Schauen wir erstmal, ob der Weg frei ist. Ja, sieht so aus. So, die Idee ist jetzt zuerst mal checken, wo ist. Ah, okay. Wo ist das Seil? Es gibt also hier eine Schlucht. Und ich meine, könnte noch zuerst die Waggons anschauen. Da findet man ja meist das ein oder andere. Ja, und diese Flare Gun ist eben eine ganz schöne Geschichte, wenn man sich damit, ich weiß nicht wie viel Schuss da unten drin sind, 4 oder so. Damit kann man sich recht effizient Wölfe vom Halse halten. Das finde ich ganz gut. Metal. So. Nehmen wir das Seil. Oh, und den Hammer. Das ist natürlich toll. Das ist hervorragend. Müssen wir darauf achten, dass wir nicht die ganzen Krempel mitschleppen. Tatsächlich müssen wir so leicht wie irgend möglich sein.
da unten gibt es keine Probleme, was die Ernährung betrifft. Also da unten gibt es Hasen und ein Hirschkadaver und. Also da gibt es eine Menge Kram. Das einzige Ding könnte sein... Ruckelt gerade ein bisschen. Das einzige Ding könnte eben sein, dass man in Schwierigkeiten gerät, wenn man nicht genug Feuer hat und da unten friert. So, da müssen wir uns hier gucken. Schauen wir erstmal, hier gibt es normalerweise einen toten Mann. Jemanden, der noch irgendwas Nützliches in den Taschen hat. Ja, da ist er. Okay, und dann lasse ich mal alles, was ich nicht brauche. Wir brauchen mit Sicherheit nicht so viele Bücher. Wir brauchen keine... Okay, das könnte man vielleicht noch mitnehmen. Zwei Dosenöffner und Tool brauchen wir sicherlich nicht. Das finde ich okay. Den machen wir nicht. Wir sind bei 32 Kilo. Den Hammer brauchen wir natürlich nicht. Stoff brauchen wir auch nicht so viel. So, Metal brauchen wir nicht. Lampen wir aber nicht. So, Trinkwasser. Kilo immer noch. Steine brauchen wir definitiv nicht. Knoten sammeln. So, wir haben eine ganze Menge Futter dabei. Scheint mir so in Ordnung. Ja. So, wie kalt ist denn 13? Jetzt abwärts. Das ist eine ganz schöne Tour. Bedeutet eben auch, dass wir ausgeschlafen sein müssen, wenn wir zurück wollen. Das heißt, wir verbringen wahrscheinlich die Nacht hier. So. Schauen wir mal hier rein. Ja, und da ist die Flergen. Oh, und? Eine Mütze. Die kommt natürlich auch echt gelegen. Das nehme ich weg. Ja.
Notfallspots. Notfallspots hier. Mhm. Vielleicht wollen wir ein paar Kanickel hier und in jedem Fall Brennmaterial. Ja, vielleicht ist das übertrieben, den ganzen Tag zu verschwenden, würde ich nicht sagen, aber zu nutzen, um jetzt hier sich das zu holen. Aber ich finde es eigentlich eine ganz gute Geschichte. Das ist ein Kanickel. Ja, das heißt, man kann theoretisch hier sogar her, oder nicht nur theoretisch, man kann praktisch auch hierher, ohne einen Schlafsack zu haben. Denn hier gibt es ja aus diesen Fichtenzweigen oder was das ist, gibt es ja tatsächlich eine Schlafstadt. Da kommt man gut unter. Feuer braucht man in jedem Fall. So, was tun wir denn nun Nützliches an diesem Tag? Also erstmal machen wir hier ein bisschen was rein und wärmen uns auf. Lagerfeuer die ganze Zeit brennen zu lassen, macht nicht viel Sinn. Ich würde sagen, einen halben Liter kann man ja noch machen. Wir sind jetzt gut aufgewärmt. Unsere höchste Dringlichkeit ist das. Wie lange brauchen wir dafür? Das geht so gar nicht. Brauchen wir einen Beil? Okay. 1,30. Mhm. Das heißt, wir könnten den Baum zersägen. Aber ich kann noch einen Baum. So war kalt geworden, sehr plötzlich.
müssen die Nacht hier überstehen. I'm getting weak. Geht jetzt noch 14 Minuten. Ich werde mal erstmal einen Moment warten, um zu schauen, wie sich das auswirkt. Where can I find something to eat? Okay. Ich verliere hier Temperatur. Das ist das, was ich vorhin sagte. Man muss eben schauen, dass man hier nicht auskühlt. Und das ist nicht so leicht wie angenommen. Dann machen wir das nochmal. Also wir wollen ja nicht runterkühlen. Das bedeutet aber, dass wir auch noch Feuerholz holen müssen. Das macht die Sache ein bisschen schwierig. Ich hoffe, dass der Sturm noch ein bisschen nachlässt, weil sonst... ja, ich weiß nicht. Oh ja. Könnte schwierig werden. So, wir haben jetzt 2 Stunden.
Jetzt könnte ich nämlich hier... Obwohl, ich weiß nicht, ist das Quatsch. Das war krass. Aber ich kann mich jetzt hier erstmal aufwärmen. Ich habe ein hohes Erfrierungsrisiko und darauf muss ich jetzt definitiv achten. Na dann, machen wir es so. Wir haben ja 5 insgesamt. Kohle 3. Dann sag ich jetzt anything right now. Essen, trinken und schlafen. Okay. Und das Kühlungsrisiko ist erledigt. So, und jetzt... haben wir das. 7 Stunden. Das sollte doch genügen. Also eins ist klar, wir kommen hier nur raus mit total ausgeruht sind. So. Das können wir schon mal machen. Wir haben noch ein paar Fackeln, die wir reinhauen können. Ansonsten... ich würde jetzt zu gern die Haut noch nehmen. Also... das wäre klasse. Aber bei den Temperaturen... schade, dass man den Balken nicht zu sehen kann. Also noch mal eine Stunde schlafen. Sieht's jetzt aus? Immer noch. Sehr kalt. Ich kann mir noch mal eine Fackel nehmen und mal hier ein bisschen die Höhle ausleuchten. Vielleicht haben wir noch ein Stück Kohle übersehen. Sieht leider nicht so aus.
Darf ich noch eine Stunde? Ich hoffe, es hat sich jetzt von den Temperaturen so ein bisschen eingepegelt. Ja, hat es. Weil dann kann ich euch noch eine Stunde schlafen. Ich werde leider die Rehhaut hier lassen. Das macht keinen Sinn. Zu riskieren, hier nicht mehr rauszukommen. Tja, und ob das klappt, sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt beim Schauen des Videos und würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch und ein Abo da lasst. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut, bye bye.